Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Ich habe nichts geplant, deswegen holen wir uns gleich mal ein Thema ab. Mut. Geil. In mir finde ich die Kraft, der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Wie sage ich so gerne, Mut ist, wenn man trotzdem springt, ja, selbst wenn man Angst hat, selbst wenn man Zweifel hat, einfach den Schritt trotzdem zu gehen. Es ist so witzig, weil es ist gefallen, noch zusätzlich die schamanische Kraft und die Erlösung. Sind beides Heilungskarten und unter dem Deck fällt die Langeweile. Ich zeige euch kurz die Karte. Schau mal, hier ist diese Person, die vor einer Weggabelung steht und sich hier anscheinend entschieden hat, den linken Pfad zu nehmen. Boah, da ist so viel Tiefe drin. Schau mal, hier drüben ist der Mond und auf dieser Seite ist die Sonne. Das heißt, diese Person hat sich bewusst dafür entschieden, den linken Weg auf die emotionale Ebene zu gehen, in das Verborgene zu blicken, ja, Richtung Mond, gewisse Ängste zu betrachten, die Träume und Wünsche zu erfassen, die Abgründe zu erforschen, gucken, was liegt da ganz tief verborgen. Die Karte heißt Langeweile und es ist gerade wirklich, aktuell in der Situation, wo ganz, ganz viele Menschen zu Hause rumsitzen und vielleicht auch nicht wirklich wissen, was sie mit sich anzufangen haben oder was sie mit sich anfangen wollen. Diese Karte hier geht richtig tief, auch in meinem System jetzt. Hier wären wir wieder bei der Innenschau. Das ist das Betrachten, das Graben, das Auseinandernehmen der eigenen Gulligrube, die Schattenwelt, ja, die blinden Flecke. Krass. Okay, und genau darum geht es jetzt. Hier werden wir sicherlich Dinge finden oder haben schon Dinge gefunden, die nicht angenehm sind, die uns vielleicht nicht wirklich gefallen. Hier besteht die Gefahr für die einen oder anderen, dass man hier irgendwo verhaftet bleibt, in dieser Unterwelt, ja, in diesen Dingen, die man hier hochholt oder die man sich ansieht, die einen über den Weg laufen in der Zeit hier, wo wir uns mit uns selbst beschäftigen. Dunkle Geschichten, Traumasituationen, Erinnerungen, vielleicht kommen hier auch Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein nach oben, die wir bewusst sehr, sehr lange verdrängt hatten. Und genau hier kommt das Universum mit der Botschaft, sei mutig, dir kann nichts passieren. Ja? Wir haben hier mit der schamanischen Kraft haben wir den Löwen an der Seite. Der Löwe steht auch für Mut, für Kraft, für Stärke. Schau mal auf dem Bild. Sieht die Frau in die Ferne, beziehungsweise sieht diese Frau sich die Dinge an, die hier im Verborgenen sind und hält aber mit der linken Hand hält sie den Löwen bzw. streichelt den Löwen. Ja? Da kommt die emotionale Kraft raus aus diesem Löwen. Also diese Frau ist mutig. Sie weiß, dass sie das schafft, dass sie diesen Weg gehen kann, dass sie sich diese dunklen Geschichten ansehen kann, ohne dass ihr was Schlechtes widerfährt. Denn der Löwe ist da. Der Löwe beschützt sie. Wir haben letztes Mal, habe ich doch
in den Community-Beiträgen diesen Beitrag gepostet mit den Beschützern. Das ist genau so eine Situation. Fantastisch. Sorry, ihr Lieben, das beamt mich gerade voll weg. Ja. Die Legung hat noch nicht mal richtig begonnen und es geht schon so krass in die Tiefe. Und hier liegt die Erlösung, die Heilung der Themen. Ja, also, hey, egal, was du hier findest, egal, was sich hier zeigt im Verborgenen, wenn du den Mut hast, da durchzugehen, wenn du den Mut hast, die Dinge zu betrachten, wenn du hier wahrhaftig sein willst, dann hast du ja die volle Unterstützung. Oh, hört sich das doof an. Die volle Unterstützung hast du natürlich immer für alles, ja, aber sei dir gewiss, du bist hier nicht alleine und du hast jetzt die Möglichkeit, genau diese Sachen, diese unangenehmen Themen, die dich rausdrängen aus deiner Komfortzone, kannst du jetzt in die Heilung bringen. Genau diese Sachen kannst du jetzt erlösen. Mit deiner eigenen Kraft, deiner eigenen Stärke und die Unterstützung des Universums. Das ist brutal. Also allein schon mit den Karten wären wir jetzt eigentlich schon fertig. Das ist so viel Aussagekraft, so viel. Hier wummert und schwirrt alles, ja, die ganze Energie ist hier in Bewegung und da ist Arbeit, hier arbeitet alles, ja, das geht durch und durch. Es fühlt sich an wie tausend Nadelstiche, ja, aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise, sondern eher auf eine säubernde, reinigende Art. Ich nehme mir die Tarotkarten dazu und wir schauen mal, was die hier noch sprechen möchten. Ich habe es gesehen, ja. Oh meine Güte. Könnte sein, dass ich damit in Resonanz gehe. Es ist heftig. Hier liegt der Page der Kelche in Kopflage unter der schamanischen Kraft. Und diese Karte möchte hier mitteilen, dass wir uns nicht länger mit den Oberflächlichkeiten abgeben werden. Okay? Die kleinen Dinge, die wir erhalten, die wir geben, die wir um uns herum sehen, damit geben wir uns nicht mehr zufrieden, denn wir wissen, da ist noch viel mehr. Wir können noch viel mehr erhalten. Wir können noch viel mehr geben. Wir wollen das ganze Spektrum nutzen. Im Geben sowie auch im Nehmen. Hier kann es sich handeln um Wissen. Um Erfahrungen, um liebevolle Gesten, ja, um diese Wahrhaftigkeit. Wir wollen nicht immer nur so hier ein Fetzen, da ein Fetzen. Nein, wir wollen das Gesamte. Wir wollen das Gesamte leben und erleben und erfahren. Hier liegt es. Wen wundert es, die Königin der Scheiben, direkt unter dem Mut? Das ist das, was du rausbekommst aus dir. Das ist deine eigene Geburt. Das ist dein Weg der Selbstfürsorge, der Anerkennung deiner selbst. Ja? Der Respekt, den du dir gebührst, das ist dein Selbstwert, dein Selbstvertrauen. Das ist deine nährende Kraft für dich selbst
und was du natürlich dann dementsprechend auch weitergibst an deine Umwelt. Dass es hier drin in dieser Konstellation ist es eine unheimlich große Kraft. Es ist, als würdest du dich selbst gerade zur Heilerin oder zum Heiler gebären. Ja, es ist so. Die Themen, also das ist jetzt meine eigene Überzeugung, die Themen, die du in dir heilst, die heilst du ein Stück weit auch in der Welt, okay? Weil sind diese Themen oder ist dieses eine Thema bei dir geheilt, dann ist das schon mal, ist dein persönliches Thema schon mal aus der kollektiven Energie rausgenommen. Also rausgenommen in dem Sinne, dass die schwere Energie da schon mal geheilt ist und transformiert ist in leichte Energie. Diese leichte Energie schwingt natürlich weiter in der ganzen Gemeinschaft, im Kollektiv. Natürlich in erster Linie bekommen es alle um dich rum mit, dein engster Kreis. Und Energie ist aber Schwingung, ja. Und Schwingung ist global, universal, ja. Alles ist mit allem verbunden. Und hier ist die Erlösung. Hier liegen die neun der Schwerter, die neun der Schwerter, diese Kummer und Sorgen, Ohnmacht, Hilflosigkeit, schlaflose Nächte, Albträume, angstgeladene, ja, danke, Panikattacken, Angstzustände. Dinge, die hier getriggert haben, dich in deinem Leben, die jetzt geheilt und aufgearbeitet werden können, werden möchten, die kannst du hier jetzt in die Erlösung bringen. Ja, natürlich, die kannst du immer in die Erlösung bringen, aber jetzt, genau jetzt, hättest du die Zeit. Und es ist die Mutenergie da, die du natürlich nutzen kannst, gerade im Kollektiv, die du dir ja zunutze machen kannst, um dich diesem Kampf zu stellen, dem inneren Kampf. Ich sag immer, der größte Krieg herrscht in einem selbst und ja, Kämpfen und Krieg hört sich jetzt so dramatisch, so negativ an, aber du bist doch dein größter Gegner, ja. Du bist dein härtestes Gegenstück, du bist die stärkste Grenze zwischen dir und deinem Selbst. Unter dem Deck haben wir die zwei der Schwerter liegen. Die zwei der Schwerter ist ja vom Bild her diese Person mit der Augenbinde, ja. Ich sehe nichts, ich will nichts sehen. Und die zwei vor der Brust gekreuzten Schwerter, ja. Das heißt, das Herz ist verschlossen. Ich kann nicht und ich will nicht. Und in dieser Position hier sagt die Karte aber, ich bin mutig und ich mache auf. Okay? Ich mache auf, weil ich will diesen Weg hier gehen in meiner Langeweile. Ja? Ich habe gerade nichts Besseres zu tun vielleicht. Also gehe ich den Weg in die Dunkelheit, weil dort wartet das Licht. Warum? Weil ich bin das Licht. Du bist herzlich eingeladen, diese Energie zu nutzen. Diese Energie ist da und die möchte genutzt werden. Hier geht es um Selbstheilung. Hier geht es um die Erlösung deiner Themen. Und das sind tiefsitzende Themen. Es kann hier möglich sein, dass es sich um Themen handelt, die du schon vor so langer Zeit in die unterste Schublade gepackt hast, dass du dich nicht mal mehr daran erinnerst. Schaust du sie dir an?
Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.